Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. So, heute geht's weiter hier in meiner Villa in der Waschküche. Heute fangen wir an, ich habe es ja schon vorangekündigt, hier den kompletten Raum zu renovieren. Das Erste, was wir machen werden, ist hier ein neues Fenster einzubauen. Da habe ich jetzt gerade im Baumarkt eins geholt. Ein bisschen hochwertig, dreifach verglast, habe aber nichts anderes auf die Schnelle jetzt gefunden und ich will das heute machen. Und das bauen wir jetzt hier ein und parallel, indem wir mal anfangen, hier die ganzen Dinge, was hier so locker sind, wegzukratzen, wegzuklopfen, damit man das neu verputzen kann oder Reparaturverputzung machen kann und das Ganze neu streichen. Okay, aber jetzt legen wir mal los mit dem Fenster. Parallel tut mein Sohn mal anfangen, hier die lockeren Sachen wegzuklopfen. Okay, jetzt geht's los. So, dann machen wir als Erstes mal das Fenster hier raus. Oh, jetzt fängt es an zum Ziehen. Oh. Oh. Das hält der bombig. Müssen wir mit schwerem Geschütz kommen. Mit viel Mühe haben wir jetzt, der Lukas und ich, zusammen hier das rausgehauen. Hat soweit super funktioniert. Jetzt den wir es mal reinsetzen, grob ausrichten, dass wir es mal seitlich verbohren können. Der nächste Schritt. So, jetzt wieder Oberfädler. So, Keile. Ich muss wahrscheinlich ein bisschen zu mir, ja, Vermittler. So. Und jetzt hochdrücken. Ja. Okay. So. Ganz dran ist, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Ja. Also, du hebst trotzdem sichern. Also aufmachen und aber heben, dass das Gewicht von unten. Und jetzt gehst du mal auf die Seite. Warte mal, ich will da drüber erst. Das
passiert, wundersam, weiß richtig gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich tue es so. Vielleicht denkst du nur, das zieht wegen der Metalle im Raum. Könnte auch sein. Aber jetzt kann schon nichts mehr passieren. So, das Fenster ist jetzt drin. Seitlich ist es verschraubt. Es hält auch sein Eigengewicht. Das ist schon mal super. Ich mache es jetzt nicht mehr auf. Jetzt kommt das Bauschäumen. Ich würde es ja gerne selber machen, aber mein Sohn hat gemeint, er will auch mal schäumen. Das heißt, jetzt haben wir einen Schäumlehrling hier. Und jetzt gucken wir mal, wie das klappt. Bin ich gespannt. Okay, let's do. Do it yourself. Immer senkrecht halten, genau so. Und nicht zu weit reinheben, bloß in der Mitte, immer die Mitte. Halt, lass mal gucken. Ja, da kannst du ruhig mehr. Oben mehr. Stopp. Ja. So, und jetzt lass so, das ist okay, das ist schon spät. Nicht so weit rein, der Rüssel. Ja, so. So, und dann ein bisschen. Stopp. Jetzt hier. So, das Fenster ist drin, da sind wir für heute fertig, das ist ja schon mal top. Dreifach verglast im Keller, wer hat es schon? Ja, ich weiß, man muss es heute mit Quellband machen und was weiß ich. Ich halte von dem Quellband nicht viel, das ist meine persönliche Meinung. Ich finde Bauschaum viel besser für sowas und werde es auch weiterhin immer machen mit Bauschaum. Okay, jetzt muss das trocknen, hat mein Sohn gut gemacht, schönst überall sauber eingeschäumt. Jetzt trocknet das Ganze, der Bauschaum muss hart werden und dann können wir anfangen, auch an der Leibung ein bisschen weitermachen. Jetzt müssen wir hier aufräumen und dann geht es mit der Wände weiter. So, ich habe jetzt gedacht, ich mache jetzt hier noch geschwind noch gleich einen Betonsockel oder wie man das auch immer nennen möchte. Wenn ich gerade dabei bin, dann ist das Thema auch erledigt. Erstmal hier alles schön nass machen. So, kann ruhig runterlaufen. So. So, jetzt geht es hier draußen weiter. Innen bin ich jetzt soweit fertig. Ich habe das jetzt mal erst vernachlässigt, was vielleicht nicht ganz so gut war, weil da ja ein bisschen Wasser rein kann. Aber es war nicht so schlimm. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen was abnehmen, weil eben hier diese Wasserschlitze von den Fenstern, die sind noch ein bisschen überdeckt. Und die müssen ja frei sein, dass das Wasser, wo dann hier runterläuft, in den Rahmen rein oder in den Schlitz rein, hier raus kann. Und ja, deswegen muss hier noch ein bisschen weg. Damit ich mein Fenster nicht gleich am Anfang kaputt mache, habe ich mir überlegt, stecke ich hier mal so einen Karton rein. Ist vielleicht gar nicht schlecht. So. Oh. So kommen wir natürlich nicht weit.
So, jetzt gucke ich noch mal, ob ich wirklich weit genug unten bin. Ich glaube, hier könnten wir noch ein bisschen was wegmachen. Und dann kann ich es zumachen. So, jetzt habe ich hier noch Kalk-Zementputz. Mit dem, ich hoffe, der reicht. Mit dem möchte ich das jetzt machen. So, an der Stelle ist jetzt leider Schluss. Ich habe jetzt außen nicht mehr weiter gefilmt, auch innen, wie ich die Leibung verputzt habe. Ich wollte das einfach schnell fertig werden, weil da so eine Schlechtwetterfront im Anmarsch war. Ich zeige euch jetzt ein paar Bilder, wie ich es gemacht habe. Ich habe innen die Leibung schräg verputzt und außen habe ich das dann sauber noch gerade gemacht und habe noch zwei Fliesen als Fensterbänke drauf gemacht, weil irgendwann mache ich mal einen Vollwärmeschutz drauf und dann kommen da richtige Fensterbänke ran. So habe ich das fertig gemacht. Ich zeige euch jetzt mal schön drei Bilder darüber. So, jetzt habt ihr auch noch das gesehen. Das Fenster ist soweit fertig, alles eingebaut, alles verputzt. Und ich bin der Meinung, das ist echt super geworden. Das ist auch dicht. Ich habe jetzt auch schon, in letzter Zeit hat es ja öfters mal stärker geregnet. Da ist auch nichts Wasser reingelaufen oder hat irgendwas reingedrückt. Und ja, jetzt wird wieder der ein oder andere sagen, ja, man muss doch das Quellband reinmachen. Ich bin ein überzeugter Bauschaumanhänger und für mich ist das so gut und ich finde es auch so gut. Und ja, das ist einfach mein Statement da dazu. Okay, das war's jetzt mal mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Schaut doch mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Viele Videos im Bereich Do It Yourself. Und es kommen noch einige Videos, wie ich in der Waschküche weitergemacht habe. Euer Rainer.